Ist sehr wenig erfolgreich. Hab einen. Ja. Marsch. 47 cm. Ja, Fisch. Ein Softbait gegen Hardbait. Ein ganz kleiner Spitzer. Ich hab hier was für dich. So schnell habe ich ihn halt noch nie laufen sehen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem YouTube-Kanal. Wir sind heute mal auf einem vollkommen unbekannten Gewässer, für uns unbekannten Gewässer unterwegs. Wir haben heute das Ziel, große Barsche zu fangen. Vielleicht probieren wir es in der Dunkelheit noch ein bisschen auf Zander. Jetzt haben wir das Boot erstmal reingeschmissen, fahren ein paar Kilometer zu dem See, den wir uns ausgeguckt haben, und dann melden wir uns wieder. Ja, Marco hat es gesagt, wir befinden uns auf einem völlig neuen Gewässer und da muss man natürlich immer so ein bisschen gucken, was funktioniert. Und da haben wir uns überlegt, das könnte man natürlich super mit einer Challenge verbinden. Wir haben überlegt, wir machen mal so ein bisschen Softbait gegen Hardbait. Ich würde sagen, nach einer Stunde wechseln wir vielleicht einfach mal. Mit was willst du anfangen? Weißt du schon, mit was du anfangen willst? Oder ich würde sagen, wir schnicken, oder? Wir aber schnicken diesmal wieder. Ohne Brunnen, da muss man bei Marco nämlich immer aufpassen. Bis eins. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Habe ich wieder gewonnen. Dann nehme ich Softbait. Gut. Habe ich gut. Schon auf dem Schoß. Ich fange mit Krebsimitaten an. Genau, dann suche ich mir jetzt gleich meine Wobblerkiste raus. Die eigentlich viel größere Aufgabe für uns, oder die wichtigere, sagen wir es so. Wir haben heute, der sitzt gerade hinter der Kamera, Markus Ruder dabei, den Felix. Und der muss heute mal unbedingt seinen ersten, ja, sagen wir mal, Ü40er Barsch eigentlich fangen. Also Aufgabe natürlich PB, aber Ü40er wäre schon toll auf jeden Fall. Ich würde sagen, genug geredet, wir fangen an. Zieh mal nochmal. Wir haben jetzt die ersten 2 Stunden geangelt. Bisher wenig erfolgreich. Wir haben auch echt arge Probleme, das Boot so auf Kurs zu halten beim Angeln, weil es sehr stürmisch ist. Und vor allem auch böig. Also die Windrichtung wechselt zwar nicht, aber mal ist der Wind stärker, mal nicht so stark. Es ist echt schwierig zu angeln. Wir fahren jetzt hier mal in einen näher gelegenen Hafen, den wir schon vom Uferangeln kennen. Schauen wir, ob da ein bisschen besser angeln möglich ist. Und ja. Gucken uns das dann mal an. Wir haben ja auch die Option, das Boot einfach mal anzulegen und zu Fuß ein bisschen zwischen den Booten herzulaufen. Schauen wir mal, dass wir wenigstens einen rauskriegen. Hab einen. Ja. Marsch. Boah! Scheiße! Großer Barsch. Schöner Barsch. Boah! Ich wollte gerade ein bisschen am Motor verstellen. Mach einfach so, ist egal. Schieb mal rein, erstmal rein. Ja. Yes! Lass es einfach unten. Junge, geil! Stark, ey! Ist sehr gut. Da! Endlich, geil! Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Nee. So, da ist der Fisch. Richtig schönes Fischchen. Ich messe den jetzt mal eben. Wir hatten eine kurze im Livewell, damit wir das Maßband und so fertig machen können. Er hat 48. Nee, 47. 47 cm.
Gefangen auf Hardbait. Wir haben gerade getauscht. Ich zeige euch den Köder gleich. Domi hat jetzt gerade mit Gummi eine Weile geangelt. Auf Hardbait kam er aber. Und jetzt setzen wir ihn zurück. Richtig schöne Farbe. Wir sind mega erleichtert, weil der Sturm, man sieht es jetzt hier gerade nicht, der hat uns echt Nerven gekostet. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Perfekt. Yes. Mal gucken, ob wir noch so was kriegen. Ich habe hier was für dich. Ich würde sagen, jetzt bin ich nämlich mal wieder dran mit Hardbait. Also ich muss jetzt abmachen, oder? Du musst jetzt abmachen. Oh. Steht 1-0 für Hardbait. War klar. Jetzt will ich natürlich auch einen Wobbler dran machen. Mal gucken. Aber du kriegst nicht meinen. Felix, wie schaut es mit deinem PB-Barsch aus? Ja, ich glaube, er lässt noch etwas auf sich warten. Mit was für einem Köder probierst du es gerade? Ja, nachdem ich das den ganzen Tag auf Gummi probiert habe, bin ich dann jetzt nach deinem Erfolg umgestiegen auf ein Hardbait. Aber mal schauen, ob wir noch Glück haben heute. Was sagst du dazu, Domi? Macht er das richtig? Hast du das alles in Beobachtung? Ja, der macht das richtig auf jeden Fall. Du hast gerade einen Nachläufer gehabt, ne? Ja, war auf jeden Fall auch kein kleiner Barsch. Aber sehr, sehr zögerlich. Also war weit hinterm Köder. Aber das wird auch ein U40 Barsch gewesen sein. Ein paar Stunden haben wir noch. Der nächste kommt. Der nächste kommt. Hängt schlecht an anderen. Pack rein. Ja. Yes! Geil, ey. Gar nicht mehr mit gerechnet. Oh, der hat eine schöne Färbung. Boah. Richtig geil. Wahnsinn. Ich dachte, er ist sich hängen irgendwie. Der hat sich einfach eingehängt. Super. Ja, Twitch Bait funktioniert. Ich war ja dran mit Hardbait. Hat sich gelohnt. Ich würde sagen 2-0 für Hardbait auf jeden Fall. Sehr schöne Färbung. Ja, Fisch Nummer 2 für heute. Wieder ein richtig, richtig toller Barsch. Boah, die sind so unfassbar schön gefärbt hier. Auch den natürlich einmal ganz kurz aus dem Maßband. 44, 45. 45? 45. Geiler Fisch. Wahnsinn. Richtig, richtig toller Fisch. Dämmerung fängt gerade an. Ist auch wieder gekommen in der Flachwasserzone auf dem Twitchbait. Ich würde sagen, schnell zurück. Felix, jetzt du auch noch einen? Jo, auf jeden Fall. Erstmal dir, herzlichen Glückwunsch. Boah, ein paar Stündchen haben wir heute Abend noch. Schauen wir, vielleicht haben wir auch noch Glück. Dicken Bauchfliegen sind alles Crankbait. Hab ein! Fisch! Aber Hecht!
aber okay. Ist gut. Ich nehme den so. Ja. Ja. Sonst verheddern sich wieder alle Drillinge. Hecht. War ein ganz kleiner Spritzer. Aber trotzdem cool, ne? Auf jeden Fall. Ciao, ciao. Fisch Nummer 3. Felix ist gerade weggegangen, den hättest du wahrscheinlich gefangen. Ich will einen Barsch. So, wir haben jetzt gleich 6 Uhr. Wir würden den Tag dann für jetzt beenden. Auf dem Rückweg angeln wir noch einen kleinen Spot, der geht aber ganz schnell. Das Licht ist aber weg, deshalb verabschieden wir uns schon mal für den heutigen Tag. Wir haben aber morgen auch noch Zeit. Das heißt, wir satteln gleich um, fahren zu Domi nach Hause, bestellen uns eine Pizza und dann sind wir morgen wieder am Wasser und gucken, ob wir noch was fangen können. Guten Morgen zu Tag 2 auf dem FischExTV-Kanal. Was machen wir heute? Heute ist unser zweiter Tag. Wir versuchen es auf jeden Fall nochmal auf Barsch. Hat gestern in den späten Nachmittagsstunden ganz gut funktioniert. Wir scheinen zumindest eine kleine Formel gefunden zu haben, wie es hier an diesem neuen Gewässer an den Seen funktionieren kann. Das probieren wir jetzt natürlich. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Ja, aber dann zeig du uns mal, wie du da die Anknöchel packst. Ja, Marco hat seine Leute dafür. Der einzige Kaufmann hier an Bord bist du. Domi wird jetzt gleich fluchen, weil selbstverständlich die Widerhaken mit versenkt sind, so wie es aussieht. Also, was hast du denn da gemacht jetzt dann? Felix, sag mal, du bist ja als der Optimist bei uns in der Runde bekannt. Fängst du denn jetzt heute mal deinen PB-Barsch oder wie sieht das aus? Ja, ich hoffe sehr drauf. Ich hoffe sehr. Mit neuer Angeltechnik geht es heute weiter. Und jetzt hoffen wir drauf, dass es auch heute erfolgreich bleibt. Wird. Bei euch bleibt, bei mir wird. Wie er rennt. So schnell habe ich ihn halt noch nie laufen sehen, als er bei mir noch in der Verteidigung gespielt hat. Und läuft oder was? Ich glaube, der Baumstamm war ein Kaliber zu groß. Aus unserer Challenge. Hardbait versus Softbait ist irgendwie mehr so ein Hardbait-Battle geworden in den letzten Stunden. Irgendwie hatten wir alle so das Vertrauen in die Softbaits verloren. Aber es tut sich jetzt auch auf Hardbait nichts. Deshalb fahren wir jetzt nochmal in den Hafen. Da ist es ein bisschen tiefer, um die 8 Meter tief. Und da kommt jetzt auch mal wieder ein Softbait drauf. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht heute noch einen Barsch fangen können.
Also beim Barschangeln nutze ich immer so ein ganz dünnes Titanvorfach. 1x7 ist das, was ich mit einem Knoten, mit einer monofilen Schnur noch verbinde, einfach, dass es ein bisschen unauffälliger ist. Und erst dann fängt die geflochtene Schnur der Rute an. Ich habe jetzt hier diesen Knoten gemacht. Das ist ein normaler Albright-Knoten mit relativ wenig Wicklungen. Den wird man wahrscheinlich nicht so schön drauf kriegen. Und zusätzlich sichere ich das Ganze immer noch mit einem UV-Kleber. Den habe ich hier dabei. Da mache ich einfach einen Tropfen auf diesen Knoten drauf. So, Tropfen drauf. Einfach wie so ein kleines Kügelchen darum. Dann habe ich hier so eine Mini Cooper UV-Lampe. Das sieht man jetzt im Sonnenlicht fast gar nicht. Die leuchtet blau. Und die halte ich einfach ganz dicht vor diesen kleinen Tropfen von dem Kleber. Und durch die UV-Strahlen härtet der Kleber halt innerhalb von wenigen Sekunden aus. Das dauert so 30 Sekunden. Ich wechsle gleich auch nochmal die Seite, leuchte nochmal von der anderen Seite davor. Und anschließend hat man den Knoten halt gesichert. Der kann nicht durchrutschen und der Kleber, der wird, ja, wie gesagt, nach 30 Sekunden so hart wie so eine kleine Glasperle und schützt das Ganze halt. Ja, hat nicht sollen sein. Mit meinem PB hat es leider dieses Wochenende nicht mehr geklappt. Aber ich glaube, wir hatten es gestern gar nicht mehr erzählt. Gestern hatte ich noch einen Nachläufer, tatsächlich auch vor einer Stunde noch circa. Ja, schätzungsweise wäre es mein PB gewesen. Sicher sagen können wir es leider nicht. Wir müssen mal checken, ob er vielleicht auf der GoPro zu sehen ist. Würde mich aber mal interessieren, wie groß ist euer Barsch-PB? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, die beiden nehme ich das nächste Mal nochmal mit. Dann starten wir einen neuen Versuch. Das Jahr ist ja noch lang. Domi, wann halten wir von unserem Trip? Tja, ich sag mal, zur Challenge kann man sagen, ist ein klares 3:0 für die Hardbaits. Ist ein klares 3:0 auf jeden Fall. Man muss sagen, es ist immer noch Winterangeln. Da angelt man oft auf den einen großen Fisch. Die hatten wir beide gestern. Also ich meine, ein 45er und ein 47er fängt man auch nicht alle Tage. Nein, auf keinen Fall. Mega Fische. Bisschen schade, dass es jetzt heute nicht mehr geklappt hat, aber eigentlich ganz ehrlich, können wir zufrieden sein. Es war ein richtig cooler Trip, auch mit Felix zusammen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch zufrieden. Felix hat sein PB halt leider nicht gefangen. Das holen wir aber noch nach. Video ist an der Stelle over. Der Trip war cool. Es war mega, dass ihr zugeguckt habt. Abonniert den Kanal, das freut uns am meisten. Genau. Und dann gibt es noch weitere Videos in Zukunft. Macht's gut. Ciao, ciao.